Ich bin die Projektleiterin von Blütezeit, Frauen Empowerment Programm für Mütter mit Einwanderungsgeschichte. Und wir sind jetzt gerade im Büro von der Föderation Türkischer Elternvereine Niedersachsen. Für uns ist es wichtig, die Familien mit Migrationsgeschichte vor Ort zu unterstützen und besonders die Mütter zu entlasten und sie zu stärken. Und Blütezeit unterstützt Mütter, größtenteils Hausfrauen mit Einwanderungsgeschichte aus verschiedenen Ländern, durch Einzelcoachings und mit einer Bedarfsanalyse und Workshops in verschiedenen Themen, vom Umgang mit Konfliktsituationen bis hin zu Selbstwert, Zeitmanagement oder Stressbewältigung. Und wir motivieren, unterstützen die Teilnehmerinnen durch Einzelcoachings und Workshops, damit sie diese Ziele erreichen kann und ihre Probleme besser bewältigen kann. Und das geben sie an ihre Kinder weiter. Das ist der beste Weg zur Integration. Ja, ich bin Janan Akçabey. Ich bin der Coach im Projekt. Ich begleite das Projekt seit April. Und bin dafür zuständig, die Workshops und die Einzelcoachings und so vorzubereiten und zu begleiten. Uns ging es schwerpunktmäßig darum, die Frauen abzuholen, zu gucken, was ist ihre Stärke, was können sie besonders gut und was ist ihr größter Traum, was wünschen sie sich in Deutschland zu verwirklichen. Somit möchte ich natürlich besonders diese Frauen empowern und möglichst darauf aufmerksam machen, was sind die Unterschiede zwischen ihrer Kultur, zwischen der deutschen Kultur, wo gibt es Schnittmengen, wo trifft man sich, was hat man gemeinsam an Werten zum Beispiel. Und somit feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, Menschen zu integrieren und die meisten auch schon integriert sind. Wir haben 11 Teilnehmerinnen und wir begleiten sie von April bis November. Das ist ein Programm, was stufenweise aufgebaut ist. Und im besten Fall werden wir manche vielleicht sogar dazu bringen können, dass sie am Ende eine Arbeit finden oder ihren Deutschkurs abgeschlossen haben oder. Es helfen die Leute und ja, viele Programme sind hier. Sprechen und helfen. Ich sage danke immer. Ich wollte nach langer Zeit wieder einen neuen Job, aber ich weiß nicht, wo und wie. Und da kriege ich sehr viel Hilfe. Die motivieren einen total, dass man es tatsächlich schaffen kann und zeigen seine eigenen Stärken und Schwächen und wo man dran arbeiten kann und wie man zum Ziel kommt. Und darum finde ich das so klasse, dass ich mal einen Neustart anfangen kann. Die reden über alles und die helfen jetzt. Ich fühle mich ganz anders, wirklich. Die erzählen, die zeigen, die reden positiv immer denken. Meine Gefühle, es sagt, du musst dort gehen eigentlich. Das fühlst du etwas so richtig positiv. Das ist genau wie Familie, ich fühle das. Was ich einfach wieder verspüre, ist einfach so eine Form von Gemeinschaft wieder. Also es tut einfach gut. Es ist einfach schön, morgens aufzustehen, hierher zu kommen. Es ist wieder Blütezeitprojekt. Also ich hoffe, dass das Projekt verlängert wird und noch mehr Frauen in den Genuss kommen. Ich habe damals gedacht, ich bin allein. Ne? Diese Schwierigkeit, ich glaube, nur für mich. Ich sehe jetzt fast alle von nachher hier gekommen, die Leute, dass die gleich Probleme. Die haben mir Mut gegeben. Die geben die Frauen richtig, richtig Power.